Moin Leute und herzlich willkommen zu Relic Zog. Wir spielen heute Slay the Spire, ein Karten-Rook-like-Spiel, gibt es im Early Access auf Steam für 15,99 glaube ich. Habe ich noch nicht allzu viel gesehen, ein paar Videoschnitte, fand es ganz cool und da habe ich gedacht, ja, das spielen wir doch einfach mal. Ja, wir sind jetzt hier im Hauptmenü, schon mal einmal kurz die Einstellung ein bisschen verändert. Hier Tastaturbelegung und so können wir noch nicht ändern. Auflösung und so weiter, ja gut. So wahnsinnig viel gilt hier noch nicht. So, ich würde sagen, ja, legen wir einfach mal los, ne? Ja. Ich schätze mal, wir spielen Standard. So, jetzt können wir hier einen Charakter auswählen oder auch nicht. Ach so. Hier schalten wir wahrscheinlich erst was frei, wenn wir einmal durch sind und den hier gibt es wahrscheinlich noch überhaupt gar nicht. Also wählen wir, ja, was auch immer das hier ist. Der Eiserne. Ja, sieht aus wie so ein Nahkämpfer, denke ich mal. Junge Goldtrefferpunkte. Glühendes Blut. Ah, bestimmt so eine Fähigkeit. Okay. Ja. Sagt noch nicht so viel aus. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ja, wir haben jetzt hier eine Karte. Ach so, genau. Und da können wir auswählen, welchen Weg wir gehen wollen. Schauen wir mal Legende. Was gibt es hier? Unbekannt. Ein unbekannter Raum. Ah, okay. So ein Zufallsevent. Sowas in der Richtung, denke ich mal. Das hier sind Gegner. Okay. Was haben wir das? Das hier, ein Händler. Okay. Was gibt's noch? Ruheorte. Ah, ich glaube, hier können wir uns heilen. Elite-Gegner. Das sind wahrscheinlich etwas härtere Brocken. Oh, hier gibt's einen Haufen Schätze. Ja, das wären wohl ein paar Runden, ne? Und ich denke mal, hier ist der Durchlauf dann durch. Wir werden sehen. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Schauen wir mal. Besiege Gegner, indem du Karten aus deiner Hand ausspielst. Um Karten auszuspielen, wird Energie benötigt. Beende deinen Zug, sobald sie dir ausgeht. Zu Beginn deines Zuges werden neue Karten gezogen und deine Energie wird wieder aufgefüllt. Okay. Spiele defensive Karten aus, um Blocken zu erhalten. Wenn Gegner dich angreifen wollen. Ach, Blocken reduziert eingehenden Angriffsschaden, aber lässt zu Beginn deines nächsten Zuges nach. Okay, also können wir immer nur für den folgenden Zug das quasi machen. Während deines Zuges kannst du die Absicht des Gegners über ihm sehen. Wenn dein Gegner vorhat, dich anzugreifen, sorgt dafür, dass du Blocken nutzt. Ah, okay. Das ist ja auch interessant. Also wir wählen quasi immer für die zukünftige Runde und sehen auch, was der Gegner macht und können dann quasi vorher schon drauf reagieren. Tja, dann schauen wir mal. Gut, ja, was auch immer das hier sein soll. Ein Rabe mit zwei Sicheln oder sowas. Und der beabsichtigt, einen Buff einzusetzen. Ach, das sehen wir jetzt hier. Okay. 54 HP hat der offensichtlich. Wir haben 80. Okay. Die Karten haben unterschiedliche Werte. Drei können wir ausspielen. Okay, was haben wir denn hier? Ein Schlag verursacht 6 Schaden. Schmettern verursacht 8 Schaden. Du wendest 2 verletzlich an. Ja, okay. Blocken und schlagen. Ja, da der Gegner jetzt vorhat, sich zu buffen, brauchen wir uns ja noch nicht verteidigen. Ach, verletzlich, hier steht's. Erleiden 50% mehr Schaden durch Angriffe. Dann würde ich doch sagen, hauen wir einmal den rein. Achso, jetzt muss ich hier erstmal den Gegner anvisieren.
und nehmen da noch einen Schlag. Müsste er jetzt 50% mehr Schaden machen. Ja, da steht es auch. Jetzt verursachen wir 9. Original hat die Karte 6 und durch Verletzlichkeit kommen quasi nochmal 50% dazu. Jo. Das sah schon ganz gut aus. Würde ich sagen, beenden wir den Zug. Ach, was haben wir unten noch? Aufnahmestapel. Zu Beginn jedes Zuges werden hier 5 Karten gezogen. Klicke, um die Karten in deinem Aufnahmestapel anzusehen. Gemischt. Okay, was haben wir denn hier noch? 3-mal Schlag und 2-mal Verteidigen. Tja. Beenden wir den Zug mal, würde ich sagen. Die anderen Karten liegen jetzt hier Abwurfstapel. Wenn dein Abwurfstapel leer ist, wird dein Abwurfstapel in den Aufnahmestapel gemischt. Okay, und jetzt können wir uns hier auch nochmal aussehen, angucken, welche Karten wir ausgespielt haben. Durch das Drücken dieser Taste beendet dein Zug. Ach, das Drücken dieser Taste beendet dein Zug. Du wirfst deine Hand ab, die Gegner sind am Zug und du ziehst 5 Karten und dann bist du wieder am Zug. Okay, schauen wir mal. Ach, die Karten gehen jetzt auch weg. So, Ritual. Was ist das? Erhält am Ende des eigenen Zuges 3 Stärke. So, jetzt darf sich der Gegner für 6 Schaden anzugreifen. Das heißt, wir machen erstmal einen Block. So, das heißt, wir müssten ja durch seinen Angriff eigentlich nur einen Schaden kriegen. Schauen wir mal. Und dann kriegt er nochmal eins auf die Möhre. Jo, das sah schon ganz gut aus, denke ich. Ja, tatsächlich. Keine Karten mehr. Wenn du keine Karten zum Ziehen mehr hast, wird dein Abwurfstapel in den Aufnahmestapel gemischt. Gut, so viele Karten haben wir offensichtlich noch nicht. 10, wie es aussieht. 5 haben wir jetzt hier noch liegen. 5 sind hier. Gut. Wir haben übrigens tatsächlich nur einen Schaden gekriegt. So, jetzt greift der für 9 an. Okay. Das heißt, wir blocken einmal und dann gibt es nochmal ein Zerschmettern. Dann nehmen wir halt ein bisschen mehr Schaden. So, nächste Runde. Oh, 4 Schaden. Oh, jetzt sind wir hier schon bei 12. Er kriegt offensichtlich pro 3 Stärkepunkte 3 Schadenspunkte. Das ist ganz schön üppig. Dann würde ich sagen, er ist ja, ach, jetzt können wir ihn eigentlich schon fertig machen, ne? Ja, dann machen wir ihn mal fertig. So, das war der erste Kampf. Was haben wir denn hier gekriegt? 10 Gold und füge deinem Deck Karten hinzu. Schauen wir mal, dann nimm's gelassen. Du erhältst 5 Block und ziehst eine Karte. Eine Fähigkeit. Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. Ätherisch Blutbad verursacht 18 Schaden. Wenn diese Karte sich am Ende deines Zuges in deiner Hand befindet, wird sie erschöpft. Erschöpfte Karten werden bis zum Ende des Kampfes aus deinem Deck entfernt. Ah, okay, das heißt, wir müssten die dann sofort ausspielen. Body Slam. Sehr schön. Du verursachst Schaden in Höhe deines aktuellen Blockens. Okay. Ja, was nehmen wir denn da? Ich finde die hier eigentlich gar nicht schlecht. Ein bisschen Verteidigung kann nicht schaden. Nehmen wir die. Und das Gold natürlich. So, schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir ja keine große Wahl. Würde ich sagen, nehmen wir den hier, ne? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Achso, jetzt habe ich hier wieder. Ach, ich heile ja. Was waren das jetzt? 5 Trefferpunkte am Ende jeder Runde? Durch meine Fähigkeit. Hier das Gold. Trankslots. Okay.
Boni gegen Gegner. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, Runtimer. Hier fehlen wahrscheinlich noch ein paar Übersetzungen, wie es aussieht. Die Karte, da sind wir gerade drin. Jetzt habe ich 11 Karten in meinem Deck und eine Spieleinstellung. Aber würde ich sagen, schauen wir uns mal den nächsten Gegner an. Jetzt haben wir schon zwei. Was haben wir denn hier? Eine Laus. Sehr schön. Die eine möchte sich jetzt buffen. Okay, erhält dann 5 Block. Ach nee, ist zusammengerollt und hat jetzt 5 Block. Und die hier hat 3 Block und beabsichtigt anzugreifen. Für 7 Schaden. Na, machen wir erstmal einmal verteidigen. Und können dann ja jetzt eigentlich schon mit 2 Schlägen. Ach nee, könnt ihr nicht. Hätte ich vielleicht gleich die Angriffskarten komplett ausspielen sollen. Wäre ein bisschen cleverer gewesen. Naja, wir schauen mal. Reicht doch. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Blockmenge hier vom Schaden abgezogen wird. Wurde sie offensichtlich auch. Na gut. Wieder Stärke erhöht. 2 Schaden gekriegt. Ja, das ist alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, dass wir diese Laus auf jeden Fall schon mal eliminieren. Uns einmal blocken. Und einen Schlag kommen wir auch noch an. So, jetzt dürfen wir nur 5 Schaden kassieren, genau. Und jetzt sollten wir den Gegner auch erledigt haben. Ja, wunderbar, das läuft doch. 15 Gold, so, was kriegen wir jetzt hier an Karten? Knaufschlag, du verursachst 9 Schaden und ziehst eine Karte. Oh, das ist ja schon mal nicht schlecht. Du erhältst 10 Block. Ach hier, ätherisch. Ätherisch heißt wohl offensichtlich immer, dass die Karte, wenn sie nicht ausgespielt wird, verschwindet. Oder dass wir sie zumindest nicht mehr in diesem Kampf ausspielen können. Also ätherische Karten gleich ausspielen. Tja. Ich glaube, diesmal nehmen wir eine Angriffskarte. Ah, 2. Na gut, wir nehmen sie einfach mal. So, was wollen wir jetzt hier? Händler, unbekannt. Das kann alles Mögliche sein, ne? Aber ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem erstmal an, was der Händler so zu bieten hat. Na, sehr schön. Also ich muss ja sagen, optisch gefällt mir das Ganze relativ gut. So diesen Aquarellstil, oh, das mag ich. Ja, dann schauen wir mal, der Händler scheint irgendwie keine Augen zu haben und nur einen sehr breit grinsenden Mund. Strange. So, schauen wir mal. Hier ist Sale. Ja, da müssen wir eigentlich gleich zugreifen, ne? Verursacht 4x2 Schaden. Erschöpft. Erschöpfte Karten werden bis zum Ende des Kampfes aus deinem Deck entfernt. Achso, die können wir also quasi nach dem Ausspielen nur... Also nur einmal pro Kampf quasi ausspielen. Body Slam, die kennen wir schon. Aufrüsten. Du erhältst 5 Block und verbesserst eine Karte deiner Hand bis zum Kampfende. Ach, das klingt auch nicht schlecht. Stehvermögen. Du erhältst 7 Block. Eine zufällige Karte aus deiner Hand erschöpft. Achso, das heißt, die eine zufällige Karte, die wir gerade haben, können wir dann nur noch einmal aufspielen. Macht. Was ist denn Macht? Offensichtlich haben die Karten hier unterschiedliche Einsatzgebiete, sag ich mal. Wir haben hier eine Machtkarte, Fähigkeiten, Angriff. Ah, klingt gut. Immer wenn du TP durch eine Karte verlierst, erhältst du eine Stärke.
Okay, gilt das jetzt ja für Angriffe wahrscheinlich, ne? Also wenn Gegner mich angreifen. Ja, also wenn die gleich am Anfang des Kampfes ausgespielt wird, kriegt man quasi für jeden Treffer, den man kassiert, Stärke dazu. Okay, schneller Schlag. Du verursachst 5 Schaden für 0. Ja. Auch nicht schlecht, oder? Das heißt, man kann diese Karte quasi völlig gratis ausspielen. Genau wie die. Oh, hier wieder eine erschöpfte Karte. Du fügst einem Angriff deiner Wahl aus deinem Aufnahmestapel deiner Hand erschöpft. Aufnahmestapel deiner Hand hinzu. Erschöpft, okay. Tja. Ach, die können wir uns eh noch nicht leisten. Was ist das? Kartenentfernungsdienst. Entferne eine Karte aus deinem Deck. Die Kosten dieses Dienstes erhöhen sich um 25 für den restlichen Durchlauf. Ah, wenn wir also Karten haben, die wir nicht haben wollen, können wir die hier einfach wieder rausnehmen lassen. Finde ich auch nicht schlecht. Ach, kostet 75 und die nächste kostet dann 100 und 125 und so weiter. So, das sind... Ach, Tränke, okay. Du erhältst 2 Energie, du erhältst 12 Block. Erhalte ein Artefakt. Jo, was auch immer das ist. Was haben wir hier noch? Ja, 100 Rätsel. Wenn du das erste Mal, wenn du in einem Kampf TP verlierst, siehst du 3 Karten. Das sieht hier aber auch so ein bisschen... Das scheinen auch keine Tränke zu sein, sondern eher Artefakte, oder? Shuriken, immer wenn du 3 Angriffe in einem einzigen Zug ausspielst, erhältst du 1 Stärke. Alle 3 Züge erhältst du, ja, hier unsere Kampfwährung, wie viele Karten wir ausspielen können. Ja, was nehmen wir denn? Also ich finde ja diese Karte hier eigentlich ganz interessant. Also würde ich sagen, sacken wir die einfach mal ein. Jo. Würde ich sagen, fürs Erste reicht das. Und wir schauen uns den nächsten Gegner an. So, was haben wir denn hier? Ein Säureschleim K. Was auch immer K heißt. Und ein Stachelschleim M. Dieser Gegner beabsichtigt, einen negativen Effekt auf dich zu wirken. Ach, der debufft mich also. Und der Schleim hier möchte mich angreifen. So, jetzt haben wir hier unsere neue Blutbad-Karte. Also die müsste ich ja jetzt in dieser Runde schon spielen. Da sie sonst aus meinem Stapel verschwindet und ich sie bis zum Ende des Kampfes nicht mehr einsetzen kann. Also würde ich sagen... Tja, hauen wir den Kleinen jetzt gleich weg oder... Kratzen wir erstmal den Großen an. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Großen hier. 18 Schaden ist ja schon nicht so verkehrt und blocken uns dann einmal. Dann schauen wir mal, was der Gegner macht. So, das blocken wir komplett. So, jetzt haben wir gebrechlich. Du erhältst 25% weniger Block von Karten für einen Zug. Okay, also ja, hier nur noch 3. Na, das ist ja auch toll. Gut, der will mich jetzt hier debuffen und der will mich angreifen. Aber ich würde sagen, den werden wir hier gleich mal ins Jenseits schicken. Und da der mich debuffen will, hauen wir dem auch einfach mal einen aufs Maul, ne? So, oh, jetzt mache ich wahrscheinlich auch weniger Schaden hier. Angriffe verursachen 25% weniger Schaden für einen Zug. Und, ja, wir haben auch nur eine Angriffskarte noch, die dann auch leider nur noch 4 Schaden verursacht. Aber wir können ja einfach mal diese Karte hier ausspielen, in der Hoffnung, dass sich unser Schlag vielleicht verbessert. Wir schauen mal. Achso, wir können auswählen. Ja, dann nehmen wir doch mal die. Bestätigen, kriegen die 6 Schaden. Zack. Und dann war es das auch schon. Oh, nicht schlecht. Also ich muss sagen, bis jetzt sind die Kämpfe nicht schlecht gemacht. Gefällt mir ganz gut. Interessante Mischung. So Kartenspiel und Roguelike-Elemente.
Mal schauen, was das noch wird. So, hier kriegen wir erstmal 19 Gold und ein uralter Tank. Wir erhalten ein Artefakt. Trink oder wirf Tränke während des Kampfes. Tränke gehen beim Raumwechsel nicht verloren. Also die behalten wir dann. Gut, haben wir verstanden. Und eine neue Karte. Machtkarten. Diese Karten verwendet eine Macht auf dich an, wenn sie verwendet wird. Mächte sind passive Fähigkeiten, die für die Dauer des Kampfes anhalten. Okay, du erhältst 2 Stärke. Ich glaube, wir haben hier nicht... Ach doch, jetzt kommen hier noch ein paar zur Auswahl. So, du erhältst 2 Stärke. Was haben wir hier? Feueratem. Am Zugende verursachst du für jeden in diesem Zug gespielten Angriff einen Schaden an allen Gegnern. Okay. Klingt auch schon mal nicht schlecht. Dropkick. Du verursachst 5 Schaden. Ist der Gegner verletzlich, erhältst du hier, ne? Unser Skuller-Dings, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und ziehst eine Karte. Energie. Ja, hier steht es ja. Energie heißt das Ganze. Joa. Was nehmen wir denn hier? Also ich finde die hier ja echt ganz spannend, ne? Gerade wenn wir gegen mehrere Gegner kämpfen, könnte sich das auszahlen. Ich glaube, den nehmen wir einfach mal. So, ich würde sagen, das war's auch erstmal für den ersten Part. Im nächsten Part geht's weiter. Ein bisschen was haben wir hier noch vor uns. Mal schauen. Ja, wie gesagt, für den ersten Eindruck bin ich hier positiv angetan. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal oder lasst einen Daumen hoch da und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.